ThyssenKrupp. Bis heute ist der Stahlgigant eine deutsche Industrieikone. Doch seit Jahren kämpft der Konzern ums Überleben. Zehntausende Arbeitsplätze sind in Gefahr. Einst waren es zwei Konzerne, Krupp und Thyssen. Sie standen für den fast märchenhaften Aufstieg zu mächtigen Weltkonzernen. Wenige Unternehmen sind so sehr mit der deutschen Geschichte verbunden wie die Stahlbarone aus dem Ruhrgebiet. Sie prägen die Region bis heute. Doch der Glanz ist verblasst, von der innovativen kleinen Stahlfabrik zum Weltkonzern. Das ist die eine Seite der Geschichte. Aber es ist zugleich eine Geschichte von Größenwahn, Machtkämpfen, kriminellen Geschäftspraktiken und gigantischen Fehlinvestitionen. Ein Konzern, eine Region, ein Industriemythos, ein Abschied. Essen, 18. März 1997. Stahlarbeiter der beiden damaligen Erzrivalen Krupp und Thyssen versuchen gemeinsam die Krupp-Zentrale zu stürmen. Kurz zuvor ist eine spektakuläre Nachricht durchgesickert. Der Schock heute Morgen ging quer durchs Land. Macht Krupp Hösch Thyssen platt. Feindliche Übernahme heißt das. Arbeitsplatz vernichtet, Gordo! Die Wut der Arbeiter richtet sich vor allem gegen einen Mann. Krupp-Vorstandschef Gerhard Kromme. Monatelang hatte er die Attacke, die Übernahme von Thyssen, heimlich vorbereitet. Als wir das erste Mal davon gehört haben, war das für uns wie ein Paukenschlag. Das war wie ein Schock, weil wir das überhaupt nicht verstanden haben, was da gerade passiert. Aufhänge die Sau! Die Arbeiter sind sich sicher. Eine Übernahme bringt Einsparungen und Stellenabbau. Sie fürchten um ihre Arbeitsplätze. Wir kennen ja alle den Krummen. Dem ist es ja scheißegal, ob da Familien bewiffelt, ob da Tausende, Zehntausende Leute auf der Straße liegen. Von heute auf morgen. Wie kann das zustande kommen, dass Krupp die absolute Mehrheit oder zumindest das alles aufkaufen kann? Darüber müsste man sich mal Gedanken machen. Also muss der diesen Vorstand irgendwo geschlafen haben. Der Krupp-Konzern ist eigentlich viel kleiner als Thyssen. Und er ist finanziell angeschlagen. Doch mit heimlichen Aktienaufkäufen will Krupp den großen Konkurrenten Thyssen übernehmen. Der Codename lautet Operation Hammer und Tor. Letztlich war das eine Verzweiflungstat. Also Krupp wäre in die Zahlungsunfähigkeit gestürzt. Also das Unternehmen war immer wieder vor der Pleite. Und dann haben sie Thyssen gekapert. Thyssen war ein Unternehmen mit vollen Geldkassen. Und damit konnte halt das Unternehmen überleben. Auch die Thyssen-Chefetage ist von dem Angriff überrumpelt und ist empört. Wir verstehen nicht, dass dafür ein finanzstarkes und substanzstarkes Unternehmen wie Thyssen herhalten soll. Das sind, wie wir meinen, Wild-West-Methoden, wie sie unserem Lande bisher erspart geblieben sind. Thyssens Widerstand hat zunächst Erfolg. Die feindliche Übernahme scheitert. Dennoch einigt man sich in einem Punkt. Die beiden Stahlsparten sollen fusioniert werden. Kromme hat damit eins erreicht, nämlich, dass man dann im Kompromiss für die Stahlsparte eine Lösung finden musste. Von diesem Modell ausgehend wurde es dann am Ende eben doch die Gesamtfusion. Das war also ganz klug eingefädelt. Krupp-Chef Gerhard Kromme triumphiert. Er wähnt sich am Ziel. Was wir hier vorhaben, ist für Rhein und Ruhr wirklich eine einschneidende Maßnahme im positiven Sinne. Nicht einschneidend, dass abgebaut werden muss, sondern einschneidend insofern, dass wir hier einen Konzern bauen werden, der weltweit wettbewerbsfähig sein wird und damit langfristig sowohl für das Land als auch für seine Beschäftigten als auch für seine Eigentümer Freude bringen wird. Am Ende der Fusion steht ein neuer Gesamtkonzern von beeindruckender Größe. 190.000 Beschäftigte, über 60 Milliarden D-Mark Jahresumsatz. Nach der Zusammenführung dieser beiden Unternehmen gab es immer noch Thyssen-Mitarbeiter und es gab Krupp-Mitarbeiter. Und die beiden haben gegeneinander gekämpft, diese beiden Gruppen, wer denn das Sagen im Unternehmen hat. Und die haben sich gegenseitig halt die Butter und Brot nicht gegönnt.
Die Rivalität der Firmen reicht bis in die Anfänge zurück. Das alte Krupp-Stammhaus in Essen. Hier gründet der mittelständische Familienunternehmer Friedrich Krupp 1811 eine kleine Gussstahlfabrik. Es war aus heutiger Sicht gesehen ein Start-up mit dem Ziel, das Geheimnis des britischen Gussstahls nachzuerfinden. Das wurde umso wichtiger, als der Eisenbahnboom begann und Krupp 1853 ein Patent entwickelt hat für einen nahtlosen Radreifen, den die Eisenbahnen in der ganzen Welt brauchten. Eine wegweisende Erfindung. Der nahtlose Radreifen kann auch bei hoher Geschwindigkeit kaum brechen und sorgt so für erheblich mehr Sicherheit. Es ist der Durchbruch. Drei aufeinandergelegte Radreifen werden zu Krupps Firmenzeichen. Bis zum Ersten Weltkrieg wächst Krupp von 1.000 auf 75.000 Mitarbeiter. Krupp wird zum Symbol für den Aufstieg Deutschlands als Industrienation. Ein Mythos ist geboren. Friedrich Krupps Sohn und Erbe Alfred Krupp baut sich als Symbol des Aufstiegs und für Empfänge und Festlichkeiten ein schlossartiges Anwesen, die Villa Hügel in Essen. Sie zeugt bis heute von Reichtum und Macht der Kruppschen Familiendynastie. Doch nur 10 Kilometer entfernt wohnt seit 1903 ein weiterer Stahlbaron, Schloss Landsberg. Der Familiensitz des Krupp-Rivalen August Thyssen. August Thyssen hat vor dem Ersten Weltkrieg einen Konzern aufgebaut, der im Grunde die gesamte Fertigungstiefe umfasste, der vom Bergbau bis zum Maschinenbau ging und eben auch diese Standortvorteile genutzt, die diese Werke am Rhein boten, im Unterschied zu anderen Gegenden des Ruhrgebiets. In der Krupp'schen Villa Hügel werden vor dem Ersten Weltkrieg Kaiser und Könige empfangen. Vom nächsten Krupp-Patriarchen Gustav Krupp von Bohlen und Halbach. Das zahlt sich aus. Bei glanzvollen Empfängen und Galadinés kaufen sie seine Kanonen. Im Ersten Weltkrieg brechen für die Ruhrbarone goldene Zeiten an. Krupp präsentiert sich als selbsternannte Waffenschmiede des Reiches. Der Eisenbahnkönig wird zum Kanonenkönig. Die Margaretenhöhe, eine alte Arbeitersiedlung in Essen. Sie steht für die andere Seite des Mythos Krupp. Zu Zeiten der Industrialisierung setzt Krupp für seine Mitarbeiter soziale Maßstäbe. Dazu gehören gute Löhne, eigene Siedlungen mit günstigen Mieten sowie Kranken- und Pensionskassen. Die Folge? Die Mitarbeiter identifizieren sich mit ihrem Unternehmen. Sie nennen sich stolz Kruppianer. Kruppsche Wohlfahrtseinrichtungen gibt es bis heute. Wie das Alfred Krupp Krankenhaus in Essen. Aber die ersten Krupp-Patriarchen handelten nicht aus reiner Fürsorge. Für sie galten von Anfang an vor allem wirtschaftliche Überlegungen. Um Gussstahl herzustellen, brauchte man eine disziplinierte Arbeiterschaft. Also Stahlgießer, die millimetergenau in der Lage waren, den Prozess des Gusses zu inszenieren. Solche Arbeiter fielen nicht vom Himmel. Deswegen hat man mit der betrieblichen Sozialpolitik alles getan, um diese Leute an das Unternehmen zu binden. Dennoch herrscht bei Krupp ein streng autoritärer Führungsstil. Widerspruch wird nicht geduldet. Gewerkschaften sind verboten. Die Krupp'sche Tradition war eine patriarchalisch-sozialfürsorgliche. Man hat sich schon um das Wohl seiner Mitarbeiter gesorgt, aber man war andererseits schon sehr abgehoben. Also es war von oben herab. Es war Gutsherrenart. Nach dem Ersten Weltkrieg lassen das Ende der Rüstungsproduktion und die Weltwirtschaftskrise die Umsätze der Stahlbarone einbrechen. Krupp und Thyssen geraten in schwere Turbulenzen. 1926 zerbricht der Thyssen-Konzern unmittelbar nach dem Tod seines Gründers August Thyssen. Thyssens Schwerindustrie findet Rettung in einem Zusammenschluss von vier Ruhrkonzernen.
Thyssen war da eben nur noch einer von vier Großaktionären, hatte im Grunde keinen Einfluss mehr in der Stahlindustrie. Und das ist schon eine sehr dramatische Zäsur. Gustav Thyssens Sohn Fritz wird Aufsichtsratsvorsitzender der neuen Vereinigten Stahlwerke. Viel zu sagen hat er aber nicht. Dafür hat Fritz politische Ambitionen. Fritz Thyssen war einer der ganz wenigen Großindustriellen, die frühzeitig Hitler massiv finanziell gefördert haben. Und nach 1933 hat sich das dann sehr schnell abgekühlt. Also Thyssen war dann doch enttäuscht zunächst einmal, ging so ein bisschen auf Distanz. Und 1939, bei Kriegsbeginn, hat er dann einen radikalen Bruch vollzogen. Fritz Thyssen protestiert offen gegen Hitlers Kriegspläne und emigriert in die Schweiz und nach Frankreich. Doch nach der Niederlage Frankreichs wird er verhaftet und als Sonderhäftling in deutschen Konzentrationslagern inhaftiert. Das war im Grunde ein einzigartiges Beispiel, wie ein Förderer Hitlers dann im Kriegsende im KZ saß. Bei den Krupps in der Villa Hügel ist es genau andersherum. Familienoberhaupt Gustav Krupp von Bohlen und Halbach will zu Beginn nichts von den Nazis wissen. Gustav Krupp fühlte sich den Nationalsozialisten, vor allem Hitler, doch sehr überlegen. Also er war von Anfang an in einer politischen, wirtschaftspolitischen Distanz zu den Nationalsozialisten. Doch Hitler sucht die Nähe zu Firma und Familie. Für ihn verkörpert gerade Krupp die deutschen Tugenden. In unseren Augen, da muss der deutsche Junge der Zukunft lang und rank sein. Blind wie Windhunde, zäh wie Leder und hart wie Kruppstahl. Hitler plant Krupp für seine Aufrüstung fest ein. Krupp will zunächst nicht auf eine groß angelegte Waffenproduktion umstellen. Doch mit Kriegsbeginn produziert man als Wehrmachtsbetrieb Geschütze, Panzerkraftwagen, Kriegsschiffe und U-Boote. Und macht dabei gute Geschäfte. Halb gezwungen, halb bereitwillig pflegt Krupp erneut den Mythos der Waffenschmiede des Reiches. Auch für die Alliierten ist der Name Krupp Symbol für die deutsche Rüstungsindustrie. Krupp wird eines der bevorzugten Ziele für die Bomberangriffe der Kriegsgegner Nazi-Deutschlands. Die Stadt Essen wird zu 90% zerstört. Nach Kriegsende liegen über 30% der Kruppschen Industrieanlagen in Trümmern. Die deutsche Stahl- und Rüstungsindustrie soll für immer zerschlagen werden. So wollen es die Siegermächte. Für den Nürnberger Kriegsverbrecherprozess ist Gustav Krupp nach mehreren Schlaganfällen nicht mehr verhandlungsfähig. Stattdessen wird sein Sohn, der neue Alleininhaber Alfred Krupp, vor allem wegen des Einsatzes von Zwangsarbeitern zu 12 Jahren Haft verurteilt. Alfred Krupps gesamtes Vermögen, einschließlich der Krupp-Werke, fällt der Beschlagnahme. Ganz anders Fritz Thyssen. Der KZ-Häftling wird von den Alliierten befreit und schließlich als minderbelastet eingestuft. Nach seinem Freispruch reist Thyssen zu seiner Tochter nach Argentinien. Dort stirbt er 1951. Im selben Jahr wird Alfred Krupp vorzeitig aus seiner Haft entlassen. Die Zeiten haben sich geändert. Der Kalte Krieg hat begonnen. Die deutsche Stahlindustrie wird wieder gebraucht. Alfred erhält sein Milliardenvermögen zurück. Aber er soll seine Stahlwerke verkaufen und seine Führungsposition aufgeben. Hamburg, 25. September 1952. Nach einem Abendessen im Hotel 4 Jahreszeiten machen 2 Männer einen kurzen Spaziergang, der Wirtschaftsgeschichte schreiben wird. Alfred Krupp sucht einen Nachfolger, um seinen Konzern wieder aufzubauen und zusammenzuhalten. Seine Wahl ist auf den jungen Versicherungsmanager Berthold Beitz gefallen. Auf dem Spaziergang macht Alfred Krupp Manager Beitz ein unglaubliches Angebot. Beitz soll der neue Chef des Krupp-Konzerns werden. Ja, und Berthold Beitz hat sich erstmal geziert, hat gesagt, ach, ich bin ja eigentlich nicht auf Stellensuche. Ich habe einen tollen Job, ich habe ein tolles Gehalt. Ich will mich eigentlich gar nicht verändern.
Und dann hat ihm Alfred Krupp das Angebot gemacht, Sie kriegen Generalvollmacht, Sie können handeln wie ein Unternehmer. Per Handschlag wird der Vertrag besiegelt. Beitz wird der neue Herr auf dem Essener Hügel. Zeit seines Lebens sieht er sich Alfred Krupps Auftrag verpflichtet, die Einheit des Konzerns zu wahren und das Überleben zu sichern. Beitz ist an der Spitze bald unantastbar. Ihm hilft, dass er nicht zum alten Establishment gehört. Im Krieg lehnte Beitz die Rassenpolitik der Nazis vehement ab. Als Leiter einer ostgalizischen Ölfirma half er unter hohem persönlichen Risiko zahlreichen jüdischen Mitarbeitern, um sie vor dem KZ zu retten. Und dort hat er, ähnlich so wie Oskar Schindler, sozusagen trickreich es bewerkstelligt, dass die für ihn tätigen jüdischen Zwangsarbeiter, dass er die für kriegswichtig erklärte, wegen der Treibstoffversorgung der Wehrmacht, dass es ihm gelungen ist, also wenigstens 100 von ihnen vor der Deportation und damit vor der Ermordung zu retten. 1973 verleiht die israelische Gedenkstätte Yad Vashem Berthold Beitz für seine Verdienste den Ehrentitel Gerechter unter den Völkern. Als neuer Krupp-Chef will Beitz die dunkle Firmenvergangenheit hinter sich lassen und Krupp ein neues Image geben. Beitz wusste, dass Krupp das Image des Kriegsverbrechens überwinden musste. Und er hat deshalb von Anfang an großen Wert darauf gelegt, dass Krupp demonstrativ sich der Rüstungsproduktion enthält. Wenige Jahre später gilt das nicht mehr. Die Gewinnmöglichkeiten in der Wiederaufrüstung sind groß. In den 60er Jahren ist Krupp am Bau von Starfighter-Kampfflugzeugen für die Bundeswehr beteiligt. Bald kommen U-Boote hinzu. Und man hat sich dann damit herausgeredet, diese seien ja gar keine Waffen, sondern nur Waffenträger. Und der damalige Krupp-Manager Günter Vogelsang hat es so definiert, das wurde legendär, dieser Spruch, Waffen sind, was Bum-Bum macht. Und Starfighter und U-Boote zählten eben nicht dazu. Wie Krupp wächst auch Thyssen mit dem Aufschwung des Wirtschaftswunders zu alter und neuer Größe heran. Wieder gehört man zu den wichtigsten Konzernen Deutschlands. Und so glaube ich mich berechtigt zu sein, Ihnen allen, der Stadt Duisburg, der Augustissenhütte und dem gesamten Industriegebiet von Herzen zuzurufen, Glück auf! Mitte der 60er Jahre ist die August-Thyssen-Hütte AG Europas größter Rohstahlproduzent. Eine besondere Prägung durch die Eigentümerfamilie aber gibt es nicht mehr. Die Werke werden als selbstständige Einheiten geführt. Bis heute stehen die Namen Thyssen und Krupp für die Industrie im Ruhrgebiet schlechthin. Der Stahl hat das Wirtschaftswunder nach dem Zweiten Weltkrieg möglich gemacht. Nordrhein-Westfalen ist einer der größten Stahlstandorte in der gesamten Europäischen Union. 50% des Rohstahls wird in Duisburg hergestellt. Und insofern gehört es zum Land Nordrhein-Westfalen ganz wesentlich dazu. Mit dem Aufschwung im Wirtschaftswunder will Krupp den Schwerpunkt auf den Maschinen- und Anlagenbau verlagern. Berthold Beitz betreibt eine aggressive Expansion. Zahlen und Bilanzen interessieren ihn dabei weniger. Doch Krupp muss seine Exportgeschäfte mit langfristigen Krediten vorfinanzieren. Die Folge? Als die Konjunktur abflaut, müssen immer mehr Gläubigerbanken einspringen, um die Zahlungsfähigkeit des Konzerns zu sichern. Beitz hat sich immer gerühmt, das Unternehmen aus dem Bauch herauszuführen. Er hat ohne irgendwelche Belege, ohne Unterlagen, ohne Dokumente dieses Riesenunternehmen regiert. Und das musste eines Tages in die Hose gehen. 1967 steht Krupp kurz vor der Pleite und beantragt in der Not staatliche Millionenbürgschaften.
Der Konzern muss nun einen Vorstand einrichten, einen Aufsichtsrat gründen und eine Bilanz ausweisen. Im selben Jahr die nächste Zäsur. Alfried Krupp stirbt an Lungenkrebs. Kurz vor seinem Tod hat er gemeinsam mit Berthold Beitz sein Vermächtnis geregelt. Beitz überredet Alfrieds einzigen Sohn und Alleinerben Arndt, auf sein Firmenerbe zu verzichten. Das gesamte Krupp-Vermögen wird in eine gemeinnützige Stiftung überführt. Chef der Stiftung wird auf Lebenszeit Berthold Beitz. Als sein Generalbevollmächtigter und einer deiner Testamentsvollstrecker werde ich meinen Dank ihm gegenüber nicht besser beweisen können, als in seinem Geiste dieser Aufgabe zu dienen. Damit war nun Beitz der alleinige Herrscher über dieses Reich. Mitte der 70er Jahre ist der Stahlboom in Deutschland vorbei. Beitz kann nicht verhindern, dass die Geschäfte für Krupp immer schlechter laufen. Konkurrent Thyssen dagegen kommt besser durch die Krise. Auch Thyssen will weg von der Stahlabhängigkeit und sich breiter aufstellen. Ein wichtiger Schritt dahin ist der Kauf des Essener Unternehmens Rheinstahl. Mit Rheinstahl wurde ein Maschinen- und Anlagenbau mit dazugenommen. Auch die Aufzugssparte kam damals zum Thyssen-Konzern. Und es begann so ein Wandel von Stahlkonzern zum Technologiekonzern. Krupp dagegen trifft die anhaltende Stahlkrise härter. Der Grund? Der Stahlanteil im Konzern ist höher, die Werke veraltet. Krupp konnte auch nicht in der Form jetzt Übernahmen machen wie Thyssen bei Rheinstahl. Die hatten nicht das Kapital. Thyssen konnte an die Börse gehen und sich das Kapital besorgen, mit dem sie dann weiter expandieren konnten. Und Krupp war immer in Finanznot. Hat dann mal die Deutsche Bank ausgeholfen, dann war mal der Schah von Persien. Aber das war immer also eine ziemlich wackelige Geschichte, dann auch in den 70er und frühen 80er Jahren. Krupp kann sich nicht aus der Krise befreien. In der Branche steht der Name mittlerweile spöttisch als Abkürzung für kaum rentabel und praktisch pleite. Besonders das Werk in Duisburg-Rheinhausen macht seit Jahren Millionen Verluste. 1987 dann der Tiefpunkt. Der neue Krupp-Stahlchef Gerhard Kromme beschließt, Rheinhausen dicht zu machen. Ein Sündenfall. Tausende Krupp-Arbeiter sollten auf die Straße. Das war für die meisten Menschen im Ruhrgebiet ein Skandal und eine schreckliche Erfahrung, weil es ein geflügeltes Wort gab: Krupp entlässt nie. Die Kruppianer fühlen sich verraten. Ihr großes Feindbild? Vollstrecker Gerhard Kromme. Kolleginnen und Kollegen, ich will dieses menschenverachtende Konzept hier nicht vortragen. Das soll Herr Dr. Kromme selber tun. Der Kromme ist zu der Zeit ein sehr aggressiver Manager gewesen, wie man ihn in Deutschland nicht gekannt hat. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Ein Werk wie Rheinhausen zu schließen, wo er persönlich sich hingestellt hat, persönlich die Anfeindungen auf sich gezogen hat, der war zu Schritten bereit, die andere nicht gemacht haben. Rheinhausen wird zum Symbol des Widerstands. Die Proteste weiten sich aus zu einem der größten Arbeitskämpfe des Ruhrgebiets. Die Stahlarbeiter errichten Straßensperren und Mahnwachen. Im Mittelpunkt eine Rheinbrücke in Duisburg. Da ist ein Funke entstanden, der ist dann übergegangen, auch in die ganze Region. Die Menschen haben zusammengehalten, sind enger zusammengerückt und wir haben gemeinsam gekämpft. Das Besondere daran war, dass Stahlarbeiter von Krupp und von Thyssen in Duisburg zusammengehalten haben. Und daraus entstand das erste Mal Solidarität. Das war was ganz Besonderes. Die Arbeiter taufen ihre Brücke Brücke der Solidarität. Der Name wird später von der Stadt Duisburg offiziell übernommen.
Bis heute ist die Brücke auch Sinnbild für den besonderen Stolz der Stahlarbeiter in der ganzen Region. Trotz des Arbeitskampfes gegen die eigene Firma, die alte Tradition lebt fort. Jeder, der in der Stahlindustrie gearbeitet hat, der war was, ne? Und der hatte gute Arbeitsplätze mit guten Löhnen, mit guten sozialen Rahmenbedingungen und hatte eine hohe gesellschaftliche Anerkennung und Akzeptanz. Der Zusammenhalt war enorm und die konnten sich eben mit Stahl und mit der Stahlproduktion sehr, sehr stark identifizieren. Der Kampf um Rheinhausen geht weiter. Im Dezember 1987 stürmen Kruppianer die Villa Hügel. Sie wollen zu ihrem Aufsichtsratschef und Firmenpatriarchen Berthold Beitz. Beitz hat sich zwar, als dieser Aufruhr war und die Arbeiter in die Villa Hügel eindrangen, sich der Diskussion gestellt, aber er hat gleichzeitig gesagt, es tut mir selber in der Seele weh, aber daran führt kein Weg dran vorbei. Wir können das noch ein bisschen aufhalten, wir können das sozial abfedern, aber Rheinhausen hat keine Überlebenschance. Rheinhausen wird schließlich geschlossen. Die Gebäude gesprengt. Mit seiner Durchsetzungskraft hat sich Gerhard Kromme bei Berthold Beitz für höhere Aufgaben empfohlen. Kromme wird Vorstandsvorsitzender des kriselnden Gesamtkonzerns. 1992 landet Kromme den nächsten Coup. Krupp übernimmt den Konkurrenten Hoesch aus Dortmund. Die erste feindliche Übernahme Deutschlands. 1997 dann der spektakuläre Angriff auf den erfolgreicheren Erzrivalen Thyssen. Zwei Jahre später erfolgt der offizielle Zusammenschluss. Die Entscheidung, Krupp und Thyssen zu fusionieren, ist ein Meilenstein in der Entwicklung beider Unternehmen. Damit setzen wir Maßstäbe. Die Verschmelzung ist für Krupp der Befreiungsschlag, um das Überleben langfristig zu sichern. Die Summe unserer Identitäten ist Thyssen Krupp. Doch die scheinbar friedliche Lösung täuscht. Hinter den Fassaden gehen die alten Rivalitäten weiter. Dieser Übernahmeversuch von Krupp, der hat Wunden geschlagen bei Thyssen. Also dass dieser kleine Krupp-Konzern mit dem Iran als Partner im Gepäck diese stolze Firma Thyssen übernehmen wollte, das hat man ihm nachgetragen. Das war ja nie eine Liebeshochzeit, wo es manchmal, so habe ich das wahrgenommen, immer darum ging, wer hat wen übernommen, wer dominiert am Ende. Sind es die Kruppianer oder die Thyssianer? So, rücken wir 20 cm mehr zusammen. So. Der neue Konzern will Einheit demonstrieren und führt im Vorstand eine Doppelspitze ein. Gerhard Kromme steht für Krupp, der Thyssen-Manager Eckehard Schulz für Thyssen. Doch die Doppelspitze trennt eher, als dass sie für Zusammenhalt sorgt. Das führte dazu, dass sich ein Teil der Belegschaft hinter Herrn Kromme und Krupp versammelt hat und der andere Teil hinter Herrn Schulz und Thyssen. Das stand schon mal einer wirklichen Integration entgegen. Dann widersprachen sich eben auch die Unternehmenskulturen. Krupp als sehr zentral aufgestellter Konzern und auf der anderen Seite Thyssen dezentral. Die einzelnen Unternehmensbereiche hatten sehr viel Eigenverantwortung und waren deswegen auch so ein bisschen schneller und flinker, als wenn alles zentral aus einer Richtung gesteuert wird. 2001, nach zwei Jahren, wird die Doppelspitze wieder aufgelöst. Gerhard Kromme wird Chef des Aufsichtsrats. Eckehard Schulz bleibt einziger Vorstandsvorsitzender und leitet nun allein die Geschäfte. Trotz aller konzerninterner Querelen geht es nach der Jahrtausendwende bergauf. Ein weltweiter Stahlboom spült Milliarden in die Firmenkassen. Das Management fühlt sich bestätigt und träumt von höheren Zielen. Wir blicken auf das bislang beste Geschäftsjahr seit der Fusion von Thyssen und Krupp zurück.
Wir haben die Weichen richtig gestellt. In der Euphorie plant man einen großen Coup. Im Niedriglohnland Brasilien soll ein neues Werk deutlich günstiger Stahl produzieren. Ein großer Schritt in Richtung globalisierter Konzern. Also wenn man vorne anfängt, dann ging es erstmal darum, man hatte ein Selbstbewusstsein, man ist der größte, wichtigste Stahlkocher auf diesem Erdball. Und man musste dann feststellen, dass man in dieser Rangliste immer weiter nach hinten fiel, weil Unternehmen wie ArcelorMittal sich bildeten, Weltmarktführer, fünfmal so groß. Dann die ganzen Hersteller in China, die hochkamen, und ThyssenKrupp fiel immer weiter zurück. Das passte mit dem Selbstverständnis nicht zusammen. Na, mit dem, wir sind die Größten, wir sind die Stärksten. Doch die hochfliegenden Pläne stürzen schnell ab. Planungsfehler und Fehlkalkulationen lassen die Baukosten in Brasilien explodieren. Man wählte einen Standort nahe am Meer, aber in einem Sumpfgebiet. Und da war schon gleich der erste Fehler, dass man unterschätzte, wie viele Pfähle man brauchte, um dieses Werk zu stabilisieren in diesem sumpfigen Untergrund. Die Kosten wachsen von ursprünglich geplanten 1,5 Milliarden auf über 5 Milliarden Euro. Ein Desaster bahnt sich an. Ich glaube, dass unsere Manager zu selbstbewusst waren und gesagt haben, ach, wir bauen mal da hinten mal so ein Stahlwerk, wir zeigen es mal den Leuten, wie das geht. Und dann tagtäglich eben mit Problemen zu tun hatten, die sie gar nicht mehr bewältigen konnten. Ich sag mal, ein bisschen weniger Arroganz wäre vielleicht gut gewesen und weniger Größenwahn. Der Bau in Brasilien zeigt auch deutlich, statt effizienter Zusammenarbeit herrschen in vielen Bereichen des Konzerns immer noch Seilschaften, Lagerdenken und Rivalitäten. Eine der größten Probleme war die Kokerei, also die ein Vorprodukt herstellt für diese Stahlproduktion. ThyssenKrupp hat selber einen Hersteller von Kokereien, der weltweit höchst anerkannt ist. Man hat stattdessen aber auf eine Billiglösung aus China gesetzt, ohne die eigenen Fachleute reinzuziehen. Die wurden sogar bewusst außen vor gehalten, weil man diesen Bereich da nicht reingucken lassen wollte. Erst als wirklich die Bude lichterloh brannte, hat man die dazugezogen und die haben dann in einer Notoperation diese Kokerei halbwegs zum Laufen gebracht. Aber da sind Jahre vergangen, bis man bereit war, diesen Schritt zu gehen. Hinzu kommt, Krupps alte, streng hierarchische Unternehmenskultur wirkt auch bei ThyssenKrupp fort. Diese starke Hierarchie führt dazu, dass man eben auch negative Nachrichten aus Brasilien nicht traute, sich weiterzugeben. Immer im Aufsichtsrat hieß es, in time, in budget. Erst 2 Jahre nach Baubeginn wird das Ausmaß der Probleme unübersehbar. Zu diesem Zeitpunkt erst wagte es ein Projektleiter und übersprang eine Hierarchie, ging direkt zum Vorstandsvorsitzenden Eckhard Schulz, klopfte an sein Büro und sagte, ich muss Ihnen etwas mitteilen. Von diesem Moment an wurde, so sagt jedenfalls Eckhard Schulz selber, wurde ihm erst klar, was dort alles schief lief. Und das brachte den Stein ins Rollen. Doch für einen Ausstieg ist es zu spät. Zu viel Geld ist schon investiert worden. Fehler können immer passieren. Aber wenn man irgendwann mal auf der Strecke erkennt, dass eine Investition nicht mehr funktioniert, dann muss man den Mut haben und die Ehrlichkeit, um irgendwann mal zu sagen, bis hier und nicht weiter. Und dieser Punkt ist nie gekommen. Sondern man hat immer mehr Geld in Brasilien quasi versenkt, weil man nicht scheitern wollte. Nicht scheitern wollen auch Aufsichtsratschef Gerhard Kromme und Vorstandschef Eckhard Schulz. Sie buhlen um die Gunst und um die Nachfolge von Firmenpatriarch Berthold Beitz. Beitz ist immer noch Vorsitzender der Krupp-Stiftung, des größten Aktionärs, und damit weiterhin die graue Eminenz im Konzern. Als Stiftungschef ist er im Ruhrgebiet auch einer der bedeutendsten Mäzene für Wissenschaft und Kultur. Eine Position mit viel Macht und Ansehen. Diese Positionen wollten nun beide möglichst erreichen und konkurrierten. Und da war
dieses Projekt in Brasilien ein Schlüssel, um Beitz zu überzeugen von der eigenen Befähigung. Essen im Juni 2007. Spatenstich für eine neue Konzernzentrale. Auch hier spielen die Rivalitäten eine große Rolle. Das ist ein weiteres Projekt, mit dem beide, Eckhard Schulz und Gerhard Komme, versucht haben, die Gunst von Berthold Beitz zu gewinnen. Sie wussten ja, dass es dessen größter Wunsch wäre, dass eines Tages der fusionierte Konzern nach Essen zurückkehrt, an den Stammsitz. 2010 ist die neue Zentrale fertig. Ein mächtiges Symbol für Tradition und die neuen globalen Ansprüche. Zur gleichen Zeit wird auch das Stahlwerk in Brasilien endlich fertiggestellt. Doch durch die Verzögerungen und wegen fehlender Stahllieferungen kann auch ein weiteres neu gebautes Werk in den USA lange nicht ausgelastet werden. Zudem ist der Stahlboom mittlerweile vorbei. Die Werke machen Verluste. ThyssenKrupp gibt seine Amerika-Strategie schließlich auf und bietet die Anlagen zum Verkauf deutlich unter den Baukosten an. Bittere Ironie, heute arbeiten beide Werke unter neuen Besitzern mit Gewinn. Für ThyssenKrupp dagegen bleibt am Ende durch die gigantischen Baukosten ein Verlust von 8 Milliarden Euro. Geld, das nun für andere Konzernsparten fehlt. Es ist der Beginn des Absturzes. ThyssenKrupp hat sich bis heute nicht von diesen Fehlinvestitionen jemals erholt. Das ist einer der großen Problempunkte, die uns bis heute begleiten. 2011 muss Vorstandschef Eckhard Schulz die Verantwortung für das Brasilien-Desaster übernehmen. Er geht. Auch der Druck auf Aufsichtsratschef Gerhard Komme wächst. 2012 kann ThyssenKrupp erstmals in seiner Geschichte keine Dividende zahlen. Die Aktionäre sind empört. Meine Damen und Herren, das ist leider ein Desaster. Firmenpatriarch Berthold Beitz reagiert. Er lässt seinen alten Ziehsohn fallen. Komme tritt zurück. Neuer Vorstandsvorsitzender wird Heinrich Hiesinger. Hiesinger will den Filz endlich beenden. Das Desaster bei Steel Americas hat gezeigt, dass unsere Führungskultur an vielen Stellen des Unternehmens versagt hat. Es gab sicher bisher ein Führungsverständnis, in dem Seilschaften und blinde Loyalität oft wichtiger waren als unternehmerischer Erfolg. Aber Hiesinger erbt noch ein anderes Problem, das den Konzern einholt. ThyssenKrupp ist in einen spektakulären Kartellskandal verwickelt. Über viele Jahre hinweg wurden mit Konkurrenzfirmen Preisabsprachen für Eisenbahnschienen getroffen. Die Folge? Kunden des Schienenkartells, vor allem die Deutsche Bahn, kauften viel zu teuer ein. Allein die Bahn hat aufgrund des Kartells 1 Milliarde Euro zu viel bezahlt. Also bei ThyssenKrupp waren Kartelle oder Geschäfte anschieben mit entsprechenden Zahlungen Usus. Zum Teil sind Kartelle sehr, sehr alt. Die sind zum Teil staatlich gewollt gewesen, um den Markt zu ordnen. Aber spätestens ab 2000 galt dann Verbot. Und ThyssenKrupp in seiner Behäbigkeit, die haben einfach weitergemacht. Und die haben einfach weitergemacht, auch als sie längst überführt wurden, haben sie noch weiter Absprachen getroffen, obwohl längst die Ermittler im Haus standen, bei der Durchsuchung waren. Na, am nächsten Tag wurden die nächsten Absprachen getroffen. Also unfassbares Verhalten. Insgesamt 8 Stahllieferanten hatten die Preise abgesprochen. Im Mittelpunkt ThyssenKrupp. Die teilnehmenden Manager trafen sich mehrfach im Jahr. Sie nannten sich Domina, Hannibal Lecter oder Wächter der Schiene. Anschließend vergnügte man sich oft im Rotlichtmilieu. Das Bundeskartellamt verurteilt ThyssenKrupp zu Bußgeldern in Höhe von insgesamt über 190 Millionen Euro. Später kommen noch 150 Millionen Euro Schadensersatz an die Bahn hinzu. Es ist eines der größten Kartellverfahren der letzten Jahrzehnte. Illegale Geschäftspraktiken, Seilschaften, moralischer Verfall. Das Image von ThyssenKrupp ist schwer beschädigt. Für die Mehrheit der Menschen bei ThyssenKrupp war dieses Verhalten nicht akzeptabel. Das schmerzt persönlich.
weil die da in einen großen Topf geworfen werden mit Leuten, die kriminelle Handlungen begangen haben. Doch ThyssenKrupp ist Wiederholungstäter. Bereits 2007 war der Konzern für ein Aufzugkartell verurteilt worden. Der letzte Kartellskandal wird 2019 publik. 14 Jahre lang hat ThyssenKrupp mit anderen Stahlfirmen geheime Preisabsprachen bei Grobblechen getroffen. Allein ThyssenKrupp wird wohl 370 Millionen Euro Strafe zahlen müssen. Aber das alles erlebt Berthold Beitz nicht mehr. Am 30. Juli 2013 stirbt Berthold Beitz im Alter von 99 Jahren. Für viele war er der eigentlich letzte Krupp und der letzte Stahlbaron. Beitz stirbt am gleichen Datum wie sein Mentor Alfred Krupp. Nur ein Zufall. Doch dieses Datum markiert für ThyssenKrupp das Ende einer Ära. Berthold Beitz, der war ja der Übervater. Der hat ja am Ende immer das letzte Wort gehabt. Und selbst Beschäftigte hatten schon einen starken Bezug zu ihm, weil sie gesagt haben, am Ende schützt er uns auch. Und der schützende Vater ist jetzt weg. Ist nicht mehr da. Der ein oder andere hat sich schon Sorgen gemacht, was jetzt aus diesem Konzern wird. Die Sorgen der Mitarbeiter sind berechtigt. Nach dem Tod von Berthold Beitz entbrennt im Unternehmen ein jahrelanger Streit um die richtige Zukunftsstrategie. Finanzinvestoren steigen ein und fordern einen Kurswechsel. Die Folge? Immer neue Pläne. Ein Schlingerkurs. Das Problem liegt wie immer im Eigentümerkreis. Was will ich eigentlich mit meinem Eigentum? Die großen Aktionäre. Ne? Schaffe ich Klarheit, dass wir wissen, wohin wir gehen? Da kann man eine Bäckerei nehmen, da kann man ein Unternehmen wie ThyssenKrupp nehmen. Es ist immer das Gleiche. Ich muss wissen, was ich will. Und die haben es nicht gewusst. Die Landesregierung ist alarmiert. Sie sorgt sich nicht nur um den Konzern, sondern um den ganzen Wirtschaftsstandort Nordrhein-Westfalen. Die aktuelle Situation ist sehr ernst. Für unseren Wirtschaftsstandort, für die Automobilindustrie, für die Lieferketten, die wir brauchen, ist Stahl immer der erste Anknüpfpunkt. Die Quelle, von dem viele mittelständische Betriebe, Automobilzulieferer und andere abhängen. Zehntausende Arbeitsplätze sind in Gefahr. Selbst ein Komplettverkauf der Stahlsparte scheint nicht mehr ausgeschlossen. Es wäre das Ende von über 200 Jahren Firmentradition. Das Ende einer Legende. Stahl ist der Kern von ThyssenKrupp. Deswegen wird das Schicksal und die Zukunft von ThyssenKrupp davon abhängen, was aus Stahl passiert. Wenn Stahl rausgeht, komplett, dann weiß ich nicht mehr am Ende, was von ThyssenKrupp noch übrig bleibt.